Mein Name ist Daniel Obleiter von Lerchenhofen Nolan. Ich bin ein Bären- und Steinobstanbauer im Pustertal auf 1077 Meter. Dort produzieren wir hauptsächlich Produkte für den Frischmarkt, Himbeeren, Brombeeren, Kirschen, Marillen und allerhand Gutes. Und natürlich veredeln wir auch gewisse Sachen zu Konfitüren, zu Fruchtessigen, zu Likören und Fruchtsenf. Ich möchte in meinem Unternehmen Social Media einsetzen, zwecks die Leute zu informieren, was man mit den Produkten machen kann, welche Produktneuheiten es gibt, wie man es verwenden kann, die optimale Verarbeitung, die Konservation und die Empfehlungen, für was sie eigentlich geeignet wären. Ich habe mir ausgesucht, eigentlich einen Blog einzurichten auf der Internetseite mit einem Live-Kontakt mit den Gästen, wo sie die Fragen stellen können. Und das zweite ist aus Facebook, damit man die Leute ein bisschen animieren könnte. Jetzt sind die Himbeeren reif oder die Erdbeeren reif, jetzt wären sie zum Abholen bereit oder jetzt haben wir das gemacht. Und einfach die Leute ein bisschen zu informieren, was es eigentlich möglich ist, um zu lernen oder den Leuten mitzuteilen, was man eigentlich bei uns auf 1100 Meter alles machen kann oder wie das hergestellt wird. Da nehmen wir einen ganzen Haufen tolle Ideen mit, weil es ist einfach interessant, weil man hat einfach jetzt eine ganz andere Ansichtsweise, wie man an die Sachen rangeht. Nicht? Es ist einfach, man sieht da viele interessante Leute, viele Meinungen. Natürlich muss man sich dann seine Perspektive für den Betrieb zusammenstellen. Nicht? Aber es ist einfach Ansichtsweisen, die man sonst von den Kunden einfach nicht so also bekommt. Einfach allerhand Wissen nehmen wir mit, hoffentlich.